Hallo zusammen, hier haben wir eine weitere Demo, Skyhill, ein Action-Adventure-Survival, spielt nach dem Dritten Weltkrieg und wir müssen um unser Überleben kämpfen. Die Welt ist voller Monster und die sind nachts am stärksten und na, auf jeden Fall, wie ihr seht, auch im Comic-Stil. Das Spiel soll am 6. Oktober veröffentlicht werden. So. Ich habe die Musik jetzt ziemlich leise gemacht. Ich hoffe, ihr hört mich. Weil bei mir auf Kopfhörern ist sie trotzdem sehr laut. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Zum Gucken einfach mal... No, einfach. Aktiv oder passiv? Ja, überlebe. I came to this town for a couple of days on business. It was a short trip. So why not spend a few days in style? Keys, just as you ordered, are best suited with an excellent view in the latest biological defense system. You know, things have to get better before they get worse, I guess. I just had no idea how bad. Houston, New Europe, please remain calm and stay inside. Turn on your home biological defense system. Directly proceed to the nearest biohazard shelter, women and children. Dear guests, please do not leave your rooms. I rushed to the phone. I tried everything. Police, 911, even hotel service. Something terrible was going on outside. When the screaming ceased, all I heard was satisfied, hungry growling, and the sound of flesh being torn apart. And then, I was hungry, and eventually went outside. It was hell. But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. So, das war schon mal ein sehr interessantes Intro. Ziele auf verschiedene Körperzonen. Diese Monster müssen eine Schwachstelle haben, okay? Und es lädt. Und lädt. Also mir gefällt dieser Comic-Stil, ne? Also im Moment ganz viele Spiele. Hallo! Schauen wir mal. Was sind Action Markers? Du kannst die Leertaste oder rechte Maustaste drücken und dir damit interaktive Objekte anzeigen lassen. Du kannst sie auch dauerhaft anzeigen lassen, indem du diese Objekte Optionen in den Spieleinstellungen auswählst. Okay. Ach süß. Du kannst nach unten gehen. Wie funktioniert Hunger? Du verlässt jedes Mal, wenn du einen Raum... Wenn du von einem Raum in den anderen gehst, einen Hungerpunkt. Wenn du keine Hungerpunkte mehr hast, verlierst du stattdessen 2 Punkte Gesundheit. Okay. Da oben waren wir gar nicht drin, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erst nach links. Da ist ein Bett. Dann gehen wir nach rechts. Der Fahrstuhl ist demoliert. Was ist da? Holz.
Tasse, Matratze. Was ist hier? Leer. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir nach unten. Guck mal, da liegt ein Feuerlöscher. Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Dann gehen wir mal nach links. Ah, oh, das sieht schon vielversprechender aus. Metall. So, was haben wir hier? Hier haben wir Geräte. Hier sind Videos. Fernseher. Dann gehen wir mal nach rechts. Alles klar. Hier ist ein Sofa. Damit können wir nichts anfangen. Uhr. Das ist auch Metall. So, leer. Heißt das jetzt, wir laufen jetzt zum Beispiel Waffen oder Essen und klick auf das Rezept, das du herstellen willst. Einige Rezepte kannst du dir in deinem Zimmer herstellen. Die betroffenen Rezepte sind mit diesem Icon markiert. Okay, wir können craften. Hammer. Ein Beil. Haben wir da alles dafür? Nö. Oder? Waffen. Bloße Fäuste. Ach, muss ich das ziehen? Jawohl. Andere Metallteile. Ich habe Hunger. Na gut. Müssen was essen. Ich brauche einen Schlüssel. Was ist da drin? Zucker. Und immer noch verschlossen. Ach, da unten klingelt ein Telefon. Ich dachte gerade, wo liegt denn hier ein Telefon? From Bro, open. Du bist cool, Bock. Bock rumzuhängen? 91. Stock, falls du es vergessen hast. Mandragora, okay. So, gibt's hier nirgendwo was zu essen? Ja, überreife Orange. Macht nichts. Leer? Das sieht aus wie eine Taschenlampe. Warum kann ich die Taschenlampe nicht mitnehmen? Da ist nichts. Gehen wir mal hier. Was ist mit dem Fahrstuhl? Okay. Ja, da brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht gehen. Wir laufen mal runter. Du hast zwei Arten von Angriffen. Einfach auf einen Gegner oder sein Icon oder wechselnde erweiterten Modus, in dem du dieses Icon klickst. Und dann kannst du auf den Gegner oder seine Icon klicken, um einen gezielten Angriff auszuführen. Gezielte Angriffe haben modifizierte Trefferchancen und Schadenswerte. Alles klar, also... Jetzt kann ich mir auch noch angucken, wie viel Schaden ich an welcher Stelle mache. 90% an Armor, 80% am Oberkörper, 50% am... Ja, komm, wir nehmen das da. Oh, jetzt muss ich das immer wieder auswählen. Wo sehe ich, wie viel Leben der noch hat? Hau ich ihn mal da. Ach Gott. Verfehlt. Siehst du? Oh, der zieht mir aber ganz schön was ab. Zack. Oh, jetzt hat er aber noch kritisch getroffen. Alter. Bam. So, leer. Hier ist ein Fahrrad. Komme ich da rein? Leer, leer. Hier irgendwas von Nutzen? Nö. Und nochmal ein Leben verloren. Hunger verloren. Alkohol, wa? Alkohol. Ja, nee, ist klar. Das ist Regal ist leer. Das ist ein Radio, Stuhl. Ist hier noch was drin? Oh, Verbandskasten. Das ist cool. Hä? War hier nicht gerade noch irgendwas am Blinken?
ich gerade irgendwo noch eine... Das ist eine Brille. Jo. Jetzt müssen wir mal gucken. Der soll hier was essen. Oh. Hunger. Und wie machen wir das? Ach, gut, er hat gegessen. Bauen. Können wir jetzt endlich was bauen? Zack. Komm mal nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus hier. Und mal weiter gucken. Oh, das sieht nicht gut aus. Um den Schaltkasten zu reparieren, benötige ich Generator. Es gibt einen anderen Weg. Zu improvisieren, das könnte klappen. Das wird mich aber etwas Energie kosten. Vielleicht verliere das Metallwerte. Soll ich es trotzdem versuchen? Ja, versuch mal. Ich will jetzt wissen. Ja, dafür ist das Ding aber fertig. So, jetzt gucken wir mal. Einmal hier. Das ist, glaube ich, Metall. Kleber. So, schickes Bild. Eine Lampe. Der ist leer. Was ist hier drin? Direkt auf die Nase, ey. Bam. Und nochmal. Kritisch getroffen. Alter Falter. Bist aber auch, ne? Und nochmal. Bam. Level up. Juhu. Küchenmesser. Der ist leer. Alles leer. Und hier unten? Alles leer, leer, leer. Was heißt hier? Level up? Du kannst... Hunger. Ey, komm. Okay. Hey, wir haben Messer. Das ist ja cool. 2 bis 3, 2 bis 5. Gucke mal. Nehmen wir doch das Messer. Hunger. Auf Vergiftung und Verlust von 8 HP. Egal, wir müssen was essen. So, ist er jetzt vergiftet? Achso, wir müssen Skillpunkte. Machen wir nochmal Geschicklichkeit. Stärke. Ja, Stärke, oder? Und Präzision nochmal ein. Jawohl. Okay. Und weiter. Gehen wir mal wieder runter. Etage 94. Gut, das steht auf jeden Fall eine Leiter. Dann könnten wir den Fahrstuhl nutzen. Was ist hier drin? Alkohol. Das werde ich nochmal brauchen. Okay. Hier ist... Oh, lass doch mal was zu essen drin. Ah. Ein brutales Massaker mit 5 Toten, darunter auch ein Kind. Die Polizei nimmt an, dass es sich bei dem Täter um einen Serienmörder handelt und bringt diesen Fall in Verbindung mit einem Mord, der sich 2 Monate zuvor ereignet hatte. Auch in diesem Fall wurde eine selbstgebaute oder improvisierte Waffe verwendet. Der Mangel an klarem Motiv oder Sinn hinter der Tat erschwert die Fahndung. Experten sind der Meinung, dass der Täter psychische... Okay, das ist halt... Fetzen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe ein Foto gesammelt. Teil eines Fotos. Ja, komm, zeig mal an. Ich möchte gucken. Oh, will er gerade nicht. Na gut, dann gehen wir mal darüber. Ja? Gott sei Dank. Leer. 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 Nüppes.
Gehen wir nochmal hier hin. Die Leiter können wir gar nicht ans Klicken, ne? So. Erst nach links. Gucken wir mal, was war das? Kleiner Verbandskasten, supi. Kann man noch irgendwas hier gebrauchen? Manchmal kann man ja das Holz irgendwie verarbeiten. Nö. Sieht aus wie ein Kinderzimmer. Und hier? Oh, gucke mal. Der Fisch. Nee, oder? Leer. Der hat jetzt allen Ernstes den Fisch als Essen mitgenommen. Ja, man nimmt, was man kriegen kann, wa? Ja, würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz rein. Hunger. Guck mal, 15 gleich. Ich würde aber sagen, wir nehmen jetzt erstmal das und das kleine Pack. Das große, das kleine. Ja, der nächste Kampf könnte reinhauen, ne? Müssen wir mal gucken. Gehen wir erstmal runter. Oh Gott. Oh. Mauer da. Bam. Wo ist denn der jetzt hin? Hier drin. Achso, der ist abgehauen. Das ist ja für fiese Nummer. Paprika. Cool. Essen. Wo ist er denn jetzt hin? Nach unten oder was? Komisch, komisch, komisch. Gehen wir nochmal hier rein. Der ist doch in die andere Seite gelaufen. Wo läuft denn der jetzt wieder hin? Gehen wir mal rüber. Komischer Fatzke. Ich wollte ja das Zimmer durchsuchen. Stuhl nicht, da nicht, die Uhr nicht. Wecker auch nicht, aber mal gucken, vielleicht ist hier was drin. Kleber. Okay, gehen wir mal runter. Eine Notiz. Gucken wir mal. Teil eines Tagebuchs. Gehen wir mal kurz gucken. Neu. Um bei Verstand zu bleiben, habe ich angefangen, ein Tagebuch zu führen. Hab gehört, es hilft. Ob das auch gilt, wenn man allein unter Mutanten ist, werden wir sehen. Ich bin nach unten gegangen. Schwer zu glauben, dass niemand in der Stadt mehr am Leben ist. Schätze, die Soldaten haben es geschafft, so wie in dem Film. Naja, und ich bleibe nicht hier. Ich würde nur verrückt werden oder an Erschöpfung sterben. Nicht mit mir. Die Chance, draußen drauf zu gehen, ist ziemlich hoch. Aber ich werd aufpassen. Ich habe meine Knarre mitgenommen. Ich wusste, ich würde sie brauchen. Weiser Entschluss von mir. So, nächster Absatz. Ich hab's nur 2 Stockwerke nach unten geschafft. 2 von diesen Dingern versperrten den Weg. Haben mich fast erwischt, aber ich konnte mich durch eine offene Tür retten. Ich habe gebetet, dass da drin nicht nur auch noch so ein scheiß Monster ist. Glück gehabt. Es hat Stunden gedauert, fühlte sich eher an wie Jahre. Und während ich geschlottert habe, haben diese 2 Wichser vor meiner Tür gekratzt und geknurrt. Gab keine Toilette, also habe ich mir in die Hosen geschissen. Ist mir verfickt nochmal egal. Sie sind weg, aber ich bin zu schwach, um so nach draußen zu gehen. Okay. Ja, wir sind auch nicht unbedingt gerade stark. Nehmen wir ein bisschen was zu essen. Und das kleine Medipack. Ja. Besser. Oh, Moment. Soll ich mir das große Messer nehmen? Wir haben doch gerade das große Messer bekommen, glaube ich, ne? Das Küchenmesser? Hatte ich nicht noch ein großes Messer gesammelt? Ich dachte schon. Klebt ja immer noch was an der Wand. So, dann gehen wir mal gucken. From Bro. Schade, dass du den ganzen Spaß verpasst hast. Keine Sorge, das holen wir nach, Alter. Okay. Machen wir, Bro. Chemikalien. Chemikalien. Wäscheständer. Guck mal. Leer.
Okay, nichts drin. Da ist nochmal ein Fisch. Essen. Küchenmesser. Ach, da ist eine Rakete. Nee, sonst scheint hier nichts zu sein. Aber wir können ja mal nach oben gehen. Ja, wir können ja nicht weit fahren. Ach Gott, wieder. Reparieren. Ja, mach mal. Und Chemikalien kann ich auch nicht mehr gebrauchen. Soll ich es nochmal versuchen? Probier mal. Die Mühe hat sich gelohnt. Ja, aber so funktioniert wenigstens der Fahrstuhl wieder, ne? So, gucken wir mal. Hier ist wieder nichts, nur der Tisch wahrscheinlich. Leer. Dann, oh, ich muss gleich unbedingt... Seht ihr das? Oh nö, nicht schon wieder so einer. Oh. Bam, komm. Eieiei. Oh, einer noch, komm. Bam. Gucken wir erst in den Karton. Holzstück. Zitrone. Leer. Ich glaube, sonst war da nichts. So, wir müssen unbedingt was essen. Da würde ich glatt sagen, wir haben uns mal so einen Fisch. Sollen wir beide Fische reingehauen? Nee, doch nicht. So. Ich glaube, das ist alles nicht so. Komm. Nimm den auch nochmal. Verbandskasten. So. Ich glaube, zum Craften müssen wir wieder in unser Zimmer, ne? Aber gehen wir erstmal nochmal einen Gucken. Oh, nicht schon wieder du. Komm her. Bam. Schön draufhauen, immer drauf. Verfehlt. Ich hau jetzt einfach so drauf. Oh, endlich habe ich den mal. Mutantenblut. Ah, hier ist noch eine Mitteilung. Aus dem Guardian? Okay. Da. Aber ohne Spitzarbeit hätten wir kaum eine Chance, irgendwie spreche ich dauernd Englisch, zu überleben. Mr. Nea, es gab auch jede Menge anderer Wissenschaftler, die an einem Gegenmittel gearbeitet haben. Das stimmt, aber die Zeit wurde knapp. Die neue Pest griff um sich und stürzte die ganze Welt ins Chaos. China und die Vereinigten Staaten haben nicht aufgegeben und dank ihrer schnellen Reaktionszeit auf effiziente Eindämmung der Infektion standen sie besser da als andere Länder. Aber selbst dort wurde den Menschen klar, dass dies keine dauerhafte Lösung sein konnte. Projekt Erlösung unter Schmidt hatte gerade noch rechtzeitig die nötigen Fortschritte gemacht. Also denken Sie, er hat den Nobelpreis verdient? Die Frage ist irrelevant. Sie wissen sehr genau, dass jeder, Sie und ich eingeschlossen, nicht mehr leben würden. Anstatt zu reden, wären wir zwar jetzt faulende Leichen auf der 17. Straße, so. Also manchmal, ne? Mit der... So. Was kann ich hier? Mutantenblut. Gesundheit 0. Wahrscheinlich einfach nur, um sie abzulenken von uns. Oh nö. Noch so einer. Extra. Komm, hau ihn platt. Da bam. Level up. Und Lumpen. Was ist hier drin? Erdbeere. Was hat denn bitte eine Erdbeere im Regal zu suchen? So, Inventar. Mal kurz.
Hunger, ja, ist gut. Das ist völlig gut. Heilung nehmen wir auch mal mit. Suppi. Gehen wir nochmal in den nächsten Raum. Und gucken nochmal, was hier so ist. When it all started. Well, you know, losing the one you love is tough. Maybe I was lucky. Lucky not to see what they would become. They died instantly. The blast brought down the billboard. In shock, we saw how it was shaking on torn loops before collapsing. Like slow-mo, as if time turned into a viscid jelly. It came down just one step away from me. And I was the only one who survived. Okay. Da haben wir wohl den Mitschnitt eines Überlebenden. So, der kriegt mal ein bisschen Stärke, ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen von allem. So, was haben wir denn hier? Lumpen, Holzstück, Nahrung, Saft. Was brauche ich denn für einen Saft? Any fruit. Milchshake. Cocktail, Buttersandwich, Obstsalat. Ja, Getränke, also bei den nächsten Obststücken, die ich finde, sollte ich vielleicht mal wieder in meine Bude, um mir was zu essen craften. Ist geil, ne? Was zu essen craften. So, hier haben wir wieder ein Bike, einen kaputten Fahrstuhl. Gehen wir mal rein. Hallo? Jemand da? Aber hier sind mehrere Tische. Eine Cola. Leer. VIP-Schlüsselkarte. Cool. Dann können wir ja mal nach oben gehen. Ah, guck mal, da lebt noch einer. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der es geschafft hat. Aber wer braucht schon Freunde? Ich nicht. Ich brauche nur eins. Sternmesser, wie wär's hier mit Vorschlaghammer? Was denkst du? Sowas hab ich. Ich hab sowas beides nicht. Sowas hab ich nicht. Wahrscheinlich, mal gucken. Ja. Muss ich das craften und ihm bringen? Also, ja, der ist kaputt. Gehen wir mal dahin. Ich wollte ja eh mal in den VIP-Bereich. Nach ganz oben. Genau, bin ich nicht sowieso dahergekommen? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir Hammer, Beil, können wir nicht. Verbandskasten. Okay, Verbandskasten können wir auch selber bauen. Halt, Vergiftungen. Wie baue ich das? Okay. Das so. Alkohol und Lumpen. So, Waffen. Ihr wollt ja einen Stiletto nicht. Wann kriege ich die Sachen eigentlich? Gar nicht. Wir können eigentlich gar nicht wirklich was machen. Achso, das ist mein Crafting Table. Haha! Und das hier ist mein. Deine Hungerpunkte benutzen, um zu regenerieren, während du schläfst. Oh! Nee, nicht so viel. Schlafen. Drücke eine beliebige Taste, um aufzuwachen. Okay, ich würde sagen, für den ersten Test reicht das hier. Ich werde die Beta, weil wir haben ja so lange Zeit, nicht bis zum Ende spielen. Alles im Allen ist doch ganz interessantes Spiel. Ist halt, ne, Point and Click zwischendurch. Und man hat halt Crafting. Es ist schon ein Survival Game. Oh, das Bild ist gerade geil. Warte mal, ich muss mal eben...
Ach Mist. Aber da hat er doch gemacht. Hat er gemacht. Ja. Wie gesagt, Sky Hill. Für diejenigen, die sich dafür interessieren. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Test. Oh, guck mal, die Wolken bewegen sich. Entschuldigung. Bis zum nächsten Let's Test. Bye!